Hallo und herzlich willkommen im Wald. Frage, die ich gekriegt habe, und zwar mehrfach. Was ist mit den Platanen los? Ne? Platane kennt ihr, das ist dieser lustige Camouflagebaum, der diese lustige Borke hat, die ja so ein bisschen camouflageartig aussieht. Ich hoffe, ich habe irgendwo noch ein paar Fotos rumfliegen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das habe und werde euch da jetzt auch einige von einblenden. Ich habe auch ein paar zugeschickt bekommen und hatte gemeint, ich mache da mal irgendwann ein Video dazu. Gut, das ist jetzt ein bisschen später als geplant, aber das Video kommt tatsächlich. Und ja, was ist denn so mit den Platanen los? Das haben mich wirklich sogar sehr viele Leute gefragt. Es ist selten, dass ich zum gleichen Thema innerhalb kurzer Zeit viele Fragen bekomme. Und das war jetzt ausnahmsweise bei dem Platanending jetzt sogar mal der Fall. Es ist leider dahingehend ein bisschen ein undankbares Thema, weil es eigentlich relativ simpel und schnell erklärt ist. Ich habe euch ja schon mal erzählt, wie das mit dem Baumwachstum funktioniert. Das habe ich euch jetzt schon mehrfach erklärt, deswegen machen wir das jetzt relativ kurz. Es gibt eine Wachstumsschicht um den Stamm drumherum, die gibt nach innen Holz ab und drückt sich somit quasi selbst nach außen. Dafür muss natürlich auch die Rinde sozusagen immer dicker werden, beziehungsweise immer länger, weil die sonst, wenn sie immer nach außen gedrückt wird, natürlich überall an allen Seiten einreißt. Ein Kreis, der wächst, reißt, wenn die Oberfläche eben nicht elastisch ist, die Oberfläche überall ein. Da haben wir es auch schon. Viele Bäume haben das so gelöst, dass sie tatsächlich eine elastische Rinde haben, beispielsweise unsere Buche. Die wächst mit bzw. gibt nach und muss dann nicht einreißen. Andere Bäume, wie zum Beispiel die Fichte, haben das so gelöst, dass ihre Rinde bzw. ihre Borke aus einzelnen Schuppen besteht. Und wenn da mal eine einzelne abfliegt, dann fällt das kaum auf. Und dann kommen halt dann neue Schuppen unten drunter nach. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da wird nie in größerem Umfang mehrere Rindenstücke abgeworfen. Ja, und die Platane hat es halt tatsächlich eben so gelöst, dass die eine glatte Rinde hat im frühen Jugendstadium, und wenn sie dann sehr, 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 sehr viel wächst, dann passiert genau das, was alle anderen Bäume vermeiden wollen. Die Rinde reißt überall ein und fällt dann in riesigen Stücken vom Baum. Die Platane macht das so. Die akzeptiert das halt einfach, dass ihr die Rinde dann wirklich in Riesenfetzen runterfällt. Das kann wirklich gerade bei größeren Bäumen dann enorme Rindenmengen sein, die dann plötzlich um die Platane rum am Boden liegen. Auch dazu habe ich, glaube ich, noch irgendwo ein Bild und sieht im ersten Moment wirklich sehr erschreckend aus. Und man denkt, oh Gott, was für eine Krankheit haben denn die Bäume jetzt? Das ist ja ganz furchtbar. Es fällt dieses Jahr deswegen so wahnsinnig auf, dass die Platanen ihre Rinde verlieren, weil das relativ noch vergleichsweise nasse Frühjahr, also das frühe Frühjahr, es wurde dann ja schon relativ schnell trocken, diese Dürre, die geht ja jetzt schon mehr oder weniger seit April, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in vielen Bereichen Deutschlands. Und auch sonst Mitteleuropa und Nordeuropa sind ja genauso betroffen. Das darf man nicht immer nur Deutschland sagen, aber ich beschränke mich halt immer größtenteils auf Deutschland, damit ich nicht allzu sehr hier ins Bodenlose abschweifen muss. Jedenfalls hat man ja noch vergleichsweise gute Wachstumsbedingungen aus dem Frühjahr. Und jetzt je nachdem, was für eine Strategie so ein Baum verfolgt, ob der jetzt darauf spezialisiert ist, in der beginnenden Vegetationsperiode sämtliche Kraft in den Zuwachs reinzulegen und den Rest des Jahres dann relativ langsam zu wachsen, oder ob er eher über die komplette Vegetationsperiode durch ein gleichmäßiges Wachstum hat. Da gibt es verschiedene Strategien. Und die Platane ist jetzt so ein Baum, der setzt sehr, 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 sehr viel Energie in das frühe Wachstum. Also wenn es losgeht mit dem Wachstum nach dem Winter, wenn das Laub draußen ist, ist ja natürlich wechselgrün, ist ja ein Laubbaum, dann wird gleich volle Kanne losgelegt und volle Power eben entsprechend ins Wachstum investiert. Und wenn die Bedingungen dann sehr, 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 sehr gut sind, dann wächst die Platane eben entsprechend viel. Und das war tatsächlich der Fall. Die mag es eigentlich ganz gerne trocken. Die kommt mit der Trockenheit vergleichsweise gut zurecht. Hatte noch jede Menge Wasser aus dem frühen Frühjahr bzw. aus dem Winter eben entsprechend zur Verfügung. Und bei der vielen, vielen Sonne und den vielen Sonnenstunden hat die ein Wachstum hingelegt jenseits von Gut und Böse. So gesehen ist also die abfallende Borke bei der Platane kein Zeichen für, oh Gott, die ist krank, sondern die sind einfach gewachsen wie Sau. Aber
allein wachsen wie Sau würde jetzt nicht rechtfertigen, dass die Platanenborke überall runterfällt, wie fast noch nie gesehen. Es ist ja schon wirklich extrem dieses Jahr. Man findet kaum eine Platane, bei der nicht wirklich riesige Borkenstücke runterfliegen, wo man drunter jede Menge Borke sammeln könnte. Teilweise sind extra die Borken zusammenfähiger unterwegs und das wird schon zusammengerecht und die Gartenbauämter haben da ordentlich was zu tun, sich eben um die entsprechende Platanenborke zu kümmern. Und ja, das ist schon in einem Ausmaß, weshalb jetzt auch die vielen Fragen kommen und sich alle Welt nicht weiß, was da los ist, dass es schon verdächtig ist. Wir haben also entweder das optimale Platanenzuwachsjahr 2018 und die Bedingungen sind so unglaublich gut, dass das noch nie ein Jahr gegeben hat, in dem das derartig gut gewesen wäre mit den Platanen. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich, ne? Oder es gibt noch irgendeinen anderen Faktor, der da auch nochmal eine Rolle spielen könnte, weshalb denn jetzt ausgerechnet dieses Jahr so viel Platanenborke da eben entsprechend runterkommt und wirklich teilweise die Bäume fast schon ihre ganze Borke verlieren. Ne? Dazu kommen wir gleich, um die Spannungskurve noch ein bisschen aufzubauen. Und ich weise nochmal kurz vorher darauf hin, darunter, guckt euch das mal genau an, geht zur nächsten Platane und schaut euch mal an, da wo die Borke gerade abgefallen ist, da findet ihr entweder so ein grünliches oder gelbliches Gewebe. Grünlich ist gut, weil das kann sogar noch ein bisschen Photosynthese betreiben und das Gelbliche ist auch nicht schlecht, aber was ihr darunter nicht findet, ist Holz. Das ist immer nur die äußerste Rindenschicht, die da abgeworfen wird. Darunter sitzt einfach die neue Rindenschicht. Die wird in kürzester Zeit genauso aussehen wie das alte Zeug, was jetzt abgeworfen wurde. Heißt, die schmeißen nicht ihre komplette Rinde ab, sondern jeweils immer nur die äußerste Schicht, die aufbricht. Und es wird im gleichen Zug unten eine weitere Schicht nachproduziert. Die ist natürlich noch relativ dünn. Die wird dann im Laufe der Zeit noch etwas dicker. Die reicht aber vollkommen aus, um den Baum eben den mechanischen und den sonstigen Schutz vor der Außenwelt sozusagen zu geben, die er halt braucht. Aber der ist jetzt nirgendwo offen oder verletzt, sondern da kommt immer gleich direkt neue, frische Platanenrinde eben entsprechend runter zum Vorschein. Man braucht sich also keine wirklichen Sorgen machen um die Platanen. Das ist schon noch im üblichen Rahmen, was da eben passiert. Dann nochmal kurz zur Platane als solche. Das ist in den meisten Fällen handelt es sich bei denen, die bei uns stehen, um einen Hybrid, also einen Bastard eigentlich, der aber noch in der, ich weiß nicht, ob die selber fruktifizieren, ich glaube schon. Ja doch, die sind fruktifizierbar. Jedenfalls ist das eine Kreuzung aus der Platanus occidentalis, also da, und der Platanus orientalis, also da, ne? Quasi die asiatische und die amerikanische, ich weiß nicht, ob das korrekt war, mit der Kamera komme ich immer durcheinander, mit spiegelverkehrt und so weiter. Jedenfalls die beiden weiter weg Platanen. Platane an sich gibt es bei uns eigentlich nicht, in Mitteleuropa zumindest nicht. Und wir haben halt eben die entsprechenden anderen Platanen genommen, die miteinander gekreuzt und was dabei rausgekommen ist, erweist sich jetzt als eine sehr schadstoffresistente Baumart. Deswegen ist das ein typischer Stadtbaum. Deswegen fällt es auch vielen Leuten auf, wenn die ihre Rinde verliert, weil die steht gar nicht irgendwo im Wald rum, sondern tatsächlich immer nur in der Stadt oder im Park. Naja, nicht nur, aber im Wald ist die wirklich sehr selten anzutreffen, die gute Platane. Denn die ist halt eben unglaublich resistent gegen zum Beispiel Feinstaub. Der macht Bäumen generell nicht viel aus, aber Autoabgase, besonders saurer Regen, sonstige Blei, Schwermetalle, sonstiges Zeug, was halt irgendwie in der Stadt an Dreck sozusagen, also jetzt aus Pflanzensicht an Dreck anfällt, der da schädlich sein könnte. Das macht der Platane alles vergleichsweise wenig aus. Noch so ein Baum, der das super wegsteckt, ist zum Beispiel der Ginkgo, Ginkgo biloba, weil das ist ja ein lebendes Fossil und hat noch das Vulkanzeitalter so mehr oder weniger miterlebt und ist daher gewöhnt, ständig mit vulkanischer Asche und so einem Quatsch konfrontiert zu werden und entsprechende Aschewolken in der Luft. Deswegen machen dem auch Kfz-Abgase erstaunlich wenig aus. Das bockt den so gut wie gar nicht, den guten Ginkgo. Ja, und auch die Platane ist da eben entsprechend gut dran angepasst. Sehr pflegeleicht, sehr trockenheitsresistent. Trockenheit ist auch immer bei Stadtbäumen gerade ein größeres Problem, weil wenn man die mitten in den Asphalt reinsetzt und dann hat man da so ein winziges Stückchen Erde um den Stamm drumherum und dann noch irgend so eine Sitzbank drumherum gebaut, dann ist einfach die Fläche, wo der Baum überhaupt Wasser hernehmen soll, weil es da
auf dem Boden, in den Boden nicht reinregnet, der ist ja zu asphaltiert und lediglich so ein Stückchen um den Stamm rum überhaupt eine Fläche da ist, wo überhaupt Wasser in den Boden vordringen kann. Das sind sauschwere Bedingungen. Wenn du da nicht an trockene Bedingungen angepasst bist, wie die Platane, dann gehst du halt relativ schnell ein. Eine Buche könnte man da niemals hinstellen unter diesen Bedingungen, mit alles drumherum zu betonieren. Da wird die sofort eingehen, die braucht zu viel Wasser. Die braucht einen Boden, in dem Wasser versickern kann, keinen Beton drumherum. Ja, Platane, wie gesagt, kann das noch relativ gut. Und also mehr fällt mir zur Platane dann eigentlich schon fast nicht mehr ein. Dann können wir jetzt noch das Rätsel lösen, was denn der zweite Faktor ist, der für das Abblättern und Abbröseln der Platanenrinde zuständig ist. Und das ist dann tatsächlich jetzt doch auch wahrscheinlich, das ist allerdings die Bensche-Theorie, Bensche-Vermutung, was dann noch eine Rolle spielen könnte. Wahrscheinlich wird es wirklich noch zusätzlich an der Trockenheit liegen. Weil auch die Platane kriegt jetzt inzwischen echt wenig Wasser ab. Was heißt inzwischen? Also auch schon seit mindestens einem Monat. 6 Wochen sicherlich auch. Und das bedeutet, auch bei der Platane gibt es erste Reaktionen durch Trockenstress. Ne? Ich habe auch gerade mal ein bisschen rumgeschaut. Die eine oder andere Platane zeigt jetzt auch deutliche Anzeichen von Trockenstress, indem sie halt schon Herbstverfärbungen aufweist und so weiter. Also auch diese trockenresistenten Bäume, denen geht es jetzt langsam nicht mehr gut. So, und das äußert sich jetzt auch darin, auch wenn sie vorher super gewachsen sind, dass jetzt die Rinde auch austrocknet. So eine Rinde enthält nämlich ein gewisses Maß an Feuchtigkeit und wenn der Baum dann beginnt, in den Wassersparmodus zu schalten, dann trocknet die Rinde noch zusätzlich aus. Und wenn die zusätzlich austrocknet, dann zieht sie sich zusammen, die schwindet. Und das fördert dann selbstverständlich zusätzlich nochmal die Rissbildung und damit verliert der Baum noch mehr Rinde als sonst. Es ist also wirklich eine Kombination aus hervorragendem Frühjahrswachstum der Platane und jetzt dem Zusammenziehen der Rinde und der zusätzlichen Rissbildung, dem zusätzlichen Abfallen der selbrigen. Ne? Wahrscheinlich zumindest. Das ist so meine Theorie. Dass das mit dem Zuwachs stimmt, da könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Da sind sich alle einig, dass mit dem Zusammenziehen der Rinde wegen Trockenheit, das ist noch eine Bensche-Ergänzung. Ja, und mehr kann man zu dem Thema dann wirklich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe ja noch ein paar Bilder hoffentlich eingeblendet. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber das habe ich zumindest mal vor. Und ja, ich hoffe, die Platanenfrage ist damit geklärt. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und nicht betüxen lassen. Und ich hoffe, jetzt kommt hier noch mal demnächst so ein Gewitter. Das wäre doch mal was. Sieht so ein bisschen gewittrig aus, aber ich glaube es fast nicht. Ich bin für jeden Tropfen Regen auch sehr, sehr dankbar.